So, damit willkommen zurück zu Starfield. Naja, ich glaube, hier haben wir schon geplündert, ne? Kefir, Red House. Ja, ich glaube schon. Bereit zum Abflug, Captain. Okay. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Ich werde in deiner Nähe immer noch nervös. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde. Okay. Schon riesig, das Ding, ne? Okay. So, neuen Wegpunkt. Ah, Außenansicht? Ja, auch noch nicht. Wie ich auf die Antriebe zähle. Werden, sobald Schiffsantrieb deaktiviert ist, du musst nach dem Schiff heranfliegen und um andocken zu können. So, an Bord, okay. Sehr gut. Fertig machen zum Andocken. Los, retten wir den Vanguard.
Ah, ein Schluck Kaffee. Menü? Ja. Gequatscht. Oder hier? Nee. Oh, Klo. Ah, hier ist noch eine Tür. Reloading. Bloß noch 6 Schuss. Bei so eisigen Temperaturen geht nichts über einen Flachmann voll gutem englischen Whisky, um einen warm zu halten. Schlüsselnummer mit. Die Zwei-Nummer mit. Okay, haben wir hier wieder Munition? Nee. Rüsten wir die Grendel aus. Bin
Ich freue euch zu sehen, wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werte ich als Erfolg. Die ganze Konstellation in der Gottrupp. Eigentlich Schiff ändern, Leben retten, großartig. Noch mehr. Ja. Was? Euch gibt's noch? Ja, klar. Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten. Von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das ist? Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Merkwürdige Weltallklumpen gegen Lebensrettung? Da tausche ich gern. Hoffentlich findet ihr raus, was das für ein Ding ist. Nehmen wir uns das Artefakt. Gute Arbeit. Und jetzt zurück zur Loge. Danke nochmal für die Rettung. Jo, kein Problem. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Das wüsste ich auch nicht. So, gibt's hier noch was zum Looten? Nö, ne? Jetpack. Das nehmen wir natürlich mit. Ansonsten Stift und so brauchen wir alles nicht. Was hat er hier? Ah. Gesundheit, sehr gut. Kaffeetasse. Okay, sonst haben wir nichts, ne? Werkbank. Hat man ja erst gemacht. Kaffee? Da ist nichts mehr drin. Das ist so cool. Fein. Hier, Alpha Centauri, hier haben wir nochmal irgendwas. Ach, das ist er hier, ne? Okay. Sprünge nicht das Größte! Priorisierung. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Okay, wir müssen zur Loge.
Da-da. Hey, gib Bescheid, falls du zum Unterdeck willst. Dann decke ich dir den Rücken. Ja. Ihr seid zurück? Ehrlich? Wir haben es. Nur zu. Es passt. Kurzer Energieanstieg, aber alles wieder stabil. Zeigt sich irgendwas Neues? Nein, genau wie vorher. Ein riesiger Ausschlag. Wenn das Artefakt hinzugefügt wird, dann harmonisiert es sich. Als würde es auf die anderen warten. Das ist Spekulation, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Willkommen bei der Constellation. Als vollwertiges Mitglied. Was genau heißt vollwertiges Mitglied? Ganz ehrlich, das macht's einfach noch ein bisschen offizieller. Nenn es, wie du willst. Richtige Person, richtiger Ort, richtige Zeit. Wichtig ist nur, als die Artefakte sich vereint haben, warst du Mitglied. Oh, okay. Dann hätte ich auch jetzt Champagner erwartet. Tja, wenn du mal eine Reliktflasche von der Erde findest, teilen wir sie gern mit dir. Ach ja, was sagst du dazu, wenn wir weiter zusammenfliegen? Ich bleibe sicher nicht hinter meinem Schreibtisch sitzen. Diese Artefakte sind ein neues Kapitel für die Constellation und ich werde dabei sein. Und ich will auch dich dabei haben. Du lieferst Ergebnisse. Ich brauche jemanden wie dich als Rückendeckung. Okay, dann... Okay, wir haben noch ein paar Hinweise, die wir besprechen sollten. Zunächst gibt es da eine Expedition, die Sam Coe zusammengestellt hat. Sie geht in den Freestar Collective Raum, den kennt er in- und auswendig. Dann gibt's da noch das Auge, unsere Station im Orbit. Wird Zeit, dass du Wladimir kennenlernst. Er stöbert fleißig nach weiteren Anomalien. Und zu guter Letzt... Noelle. Haben wir schon was von Barrett gehört? Ein Kurier von Argos Extractors war da, um uns zu sagen, dass sie die Zelte auf Vectera abbrechen. Aber sonst nichts. Nein, kein Wort. Das ist nicht gut. Wir sollten persönlich nach Barrett sehen. Was ist das Auge? Ja, das ist diese Station und da ist der Wladimir, das hast du uns gesagt. Ausrüstung tauschen, warte kurz hier. Womit soll ich anfangen? Es ist alles wichtig, aber schnapp dir zuerst Barrett. Er ist nicht nur ein alter Freund, er war schon überall in den besiedelten Systemen. Okay. Oh, stimmt. Er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Aber jetzt müsste er zurück sein. Er soll sich dir selber vorstellen. Wenn ich ihm die Show stehle, muss ich mir das ewig anhören. Dafür kannst du dich bei Barrett bedanken, falls du jemals die Gelegenheit dazu bekommst. Ehrlich gesagt hat am Anfang nur er die Sache ernst genommen. Wir haben nur auf sein Drängen hin Deep Space Scans gemacht. Es war ein ziemlicher Schock, dass Barrett etwas so ernst nimmt, muss ich sagen. Dieses Schweigen ist unangenehm. Was? Was kannst du mir über Barrett sagen? Er ist mit seinen Gedanken immer irgendwo. Aber er hat echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Schade, dass er nicht gesehen hat, wie sich die Artefakte zusammenfügen. Aber wenn er es mal sieht, lässt ihn die Begeisterung sicher vergessen, dass er alles verpasst hat. Okay. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, vielleicht. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist.
Ich freue mich total, bediene dich ruhig an der Bar. Ich trinke zwar nicht, aber wenn ich es täte, könnte ich jetzt sicher einen vertragen. Jo. Übertreib's nur bitte nicht. Was gibt das denn für ein Bild ab, wenn ein Kind die Leute verhört? Ich beschränke mich auf die wichtigsten Sachen, Dad. Mir schwant Übles. Du bist wohl der neueste arme Tropf, der in unsere kaputte kleine Familie gezerrt wird. Wow, ich kenne ein paar dunkle Seiten der Aquila-Monde, aber wenn du eine detaillierte Geschichtsstunde willst, naja, da schlafe ich noch vor dir ein. Vertrau mir, sporn ihn nicht noch an. Korako übrigens, hi hi. Ich find's toll, wenn sich jemand auf die Frontier traut. Du weißt das ein oder andere über Raumfahrt, hm? Hey, lass die Späße. Die Frontier ist ein gutes Schiff. Ehrlich. Also, kommen wir zum Geschäft. Hat Sarah dir von der Expedition erzählt? Ja. Yep, genau da fliegen wir hin. Gut. Wir drei fliegen nach Aquila, auf den ersten Planeten, den das Freestar Collective besiedelt hat. Und auf dem auch die Hauptstadt liegt, Aquila City. Wir landen auf dem Weltraumhafen, aber unser Ziel ist das Grenzland. Raues Gebiet, gibt viele Geschichten. Und ich kenne da eine Geschichte, die nur einen Schluss zulässt. Artefakt. Okay. So, leg mal los. Okay, wir treffen uns auf deinem Schiff. Dann unterhalten wir uns. Sobald wir auf Aquila landen, sind wir ein Team. Wenn du also vorher noch irgendwas alleine erledigen willst, sind Cora und ich einfach als Passagiere dabei. Brauchst du was? Alles klar. Wir bräuchten die Munition, also zumindest für die waren wir ja genug. Aber für die anderen so ein bisschen irgendwie. Bisschen Munition, ne? Wären halt nicht schlecht. Hier O2 ab. Warte mal, wir sind bestimmt wieder überladen, ne? Jo. Merke aber, dass mein Tank ein Leck hat. Ich sitze fest. Ja, wir sind einfach zu schnell beladen. Ich muss mal ein bisschen ausrangieren. Nur die Frage ist, wo tun wir das hin? Wir haben keine Lagerkisten oder so, glaube ich. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. So, Raumhafen. Und verkauft haben wir ja das letzte Mal schon mal ein bisschen, aber die Händler haben dann immer kein Geld. Das ist halt schwierig, ne? Geil wäre, wenn die halt, keine Ahnung, Milliardäre wären oder unendlich Credits, dann könnten wir da immer wieder Sachen verkaufen, weil es bringt ja nichts, denen das zu schenken, weil die kein Geld mehr haben, also. Ja. Wir könnten ein paar Waffen auf jeden Fall einlagern. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so. Klamotten. Du wirst beim Betreten der Stadt gesehen. So, das Ding war hier oben, da kann man verkaufen.
sollen wir? Was? Wir gucken mal nach Anzüge. Konstellation ist aber besser, oder? Warte mal. Reparieren? Anzüge. Guck mal, der hat Masse 7, der hat 0,3. Ja, komm, wir nehmen den und verkaufen die Tiefminenanzug. Jetzt gucken wir aber nochmal nach Waffen. Wir können alles verkaufen, was wir eigentlich nicht... Ding haben. Na, die hier ist vielleicht nicht so gut. Die tun wir mal... Waffenrichtung entfernen. Ach, können wir gar nicht. Verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Ziel. Mach mal die auf die Hitmen drauf, glaube ich. 20% Schaden bei Robotern. Nochmal 15% Schaden, wenn man zielt. Dann tun wir die hier drauf. Die Maelstrom. Tun wir hier, wo die Axt ist, hin. Die sind nämlich ganz nice, die Maelstrom. Und die Axt. Ungezählt, je geringer die Sünde, desto höher der Schaden. Radioaktiv, so ist auch zufälligen radioaktiven Schaden und demoralisiert das Ziel. Mit der Grendel haben wir ja am meisten Schüsse noch. Eine andere Grendel. Das ist die hier. Okay, dann tun wir die hier auf die Grendel. Müsste ja besser sein wie die hier, ne? Ah, ein Tick auf jeden Fall. Aber die ist dafür schwerer. Ja, gut. 3, ne? 2, ja, ein halbes Kilo. Locker. Gut, und den Rest kann man eigentlich verkaufen. Rucksack. Rucksack verstärkt. Na, das lassen wir mal so. Helm haben wir ja den hier schon. So, hier haben wir noch Konstellationshelm. Das ist natürlich auch deutlich leichter. Gut, nur eine Konstellation. Den anderen kann man wegschmeißen. Overall. Kann man so lassen. Munition, das wiegt ja alles nichts. Das ist sehr gut. Das ist eh wurscht. Ressourcen 4, sonstiges. Was ist das? Bisschen der Loge. Ja, okay, das wiegt auch alles nichts. Gut. Also, dann verkaufen wir hier. Gehen wir mal Waffen. Händlerkredits 5000 hat er, okay. Dann tun wir das schon mal weg. Equinox. Oh, Menge 5. Grendel, 13 Stück. Hier haben wir 2, da tun wir eine weg. Hier haben wir... Okay, den Catchman weg. Diese Axt weg.
Warte mal, hier haben wir zweimal Maelstrom. Mods 3. Okay, die müssen wir dann nochmal vergleichen. Den Kraken könnten wir eigentlich auch weg. Seid da weg. Rettungsaxt. Nehmen wir nochmal zwei Kraken. 13 Grendel. Jetzt weniger als das Item wert ist, ja, weil der hat bloß noch 1500. Okay. Bei dem Maelstrom müssen wir mal gucken. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Ja, ja, ich weiß doch. Was soll ich denn machen? Die Händler haben immer kein Geld. Waffen. Und zwar nehmen wir mal die in die Hand, dann können wir sowas vergleichen. So. Okay, also die Maelstrom. Machen wir hier hin, dann können wir die verkaufen noch. Aber. Ja, wie gesagt, Händler haben wieder kein Geld. Gut, würde ich sagen, gehen wir zurück ins Schiff und ja, beenden dann die Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, Sarah? Mach mal tschüssi, tschüssi, winki, winki. Ja. Bis dahin. Tschüss.